Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. Ja, die letzte Session ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe gerade mal auf den Kalender geguckt und die Feiertage, die kommen ja bald. Wie vielte ist denn heute überhaupt, damit ihr mal so eine Idee habt, inwieweit ich vorproduziere. Heute ist der 18. Dezember, das heißt, es ist noch vor Weihnachten. Wenn das hier rauskommt, dann wird es wahrscheinlich schon danach sein, aber über die Jahreswende und über Weihnachten und dann im neuen Jahr auch werde ich nicht so viel Zeit haben. Deswegen möchte ich wenigstens ein Spiel haben, das ich irgendwie regelmäßig raushauen kann, zweimal die Woche. Für dich da draußen, ne? Die zwei Zuschauer, die mir irgendwie regelmäßig zugucken, die wollen natürlich versorgt werden. Erzählt doch sehr gerne euren Freunden und den Freunden von euren Freunden mal, dass der Ochi hier so Sachen macht. Vielleicht wollen die ja auch mal reinschauen. Wer weiß, keine Ahnung. So, ja, genug der Vorrede. Wir haben den Agrippa hier, wir haben das zweite Tor, das wir noch besuchen müssen, das wir gleich eintreten müssen, dass wir nicht mehr eintreten müssen, aber in das wir eintreten müssen, ja, wir müssen noch ein paar Sachen zusammensammeln. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das alles war. Also klar, einerseits die Kugelteile hier und ich glaube noch zwei Zutaten für dieses Tonikum, das der Agrippa haben will, oder? Wir sagen erstmal Hallo unserem lieben Kumpel hier. Looks like you cleaned out the choir. Head for the transit and find the rest of the ore pieces. Genau, ich wollte gerade schon sagen, er ist nicht so gesprächig, aber doch, natürlich, auf unseren Freund ist Verlass. Die restlichen Kugelstücke können im Querschiff gefunden werden. Ist das hier das Querschiff oder was? Ich glaube, das hier ist das Hauptschiff, oder? Dann müsste das theoretisch das Querschiff sein. Wir schauen einfach mal, wohin uns das hier führt. Hä? Wasser? Höre ich das richtig? Aha. Okay, das ist irgendwie ein Brunnen, so wie es aussieht. Genau so sieht's aus. Können wir denn da, wir können auch garantiert irgendwas ans Seil hängen und das dann runterlassen. Hier, vielleicht unser Glas. Das würde sich so anbieten, tut er aber nicht. Aha. Den Eimer Teer, das klingt alles auch nicht so richtig. Nicht so richtig richtig. Andererseits höre ich da unten etwas. Vielleicht können wir ja das Fleisch da dran hängen und dann kriegen wir einen neuen Kumpel hier hoch. Ah, ja, okay. Ja, da ist irgendwas. Keine Ahnung, was genau passieren wird, aber wir versuchen es mal. Ah, ich muss ein bisschen lauter machen. Ich will auch was davon haben. Gut. Ich weiß nicht genau, was es uns bringt. Mal gucken, was wir jetzt hochziehen. Wahrscheinlich nichts. Einfach das Seil oder ein Knochen. Ein Knochen. Reste aufgehoben. Aha, wir heben einfach mal die Reste auf. Für später. Ist ja auch lecker. Hier, wir wollen ja auch nichts verkommen lassen. Überreste. Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Aha, ist das vielleicht Teil von dem Tonikum oder so? Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal in die Notizen reingucken. Nicht die Notizen, sondern dieses Büchlein da. Warte mal, wie war das denn? Journal. Genau. Mementos, Notizen, Tagebücher. Impfstoffversuche. Bla bla bla. Nee, das ist das. Nee. Das ist viel früher gewesen. Bla bla bla. Hier. Genau. Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tampta. So, und wie war das jetzt hier? Giftige Pilze, genau. Drüse, genau, die Drüse haben wir. Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen, bla 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 bla. Okay, also Foltern und Blut besorgen, gar kein Problem. Und Tampta, ja, das ist was Außernatürliches. Sekret eines wasserbewohnenden Kerng. So, wir haben den Kerng gefunden scheinbar. Und ja, etwas von ihm in die Tasche gesteckt hier einfach. Das sollte sich als nützlich erweisen. Sehr schön. Who are you to question me? Ich bin der Ochi. Und wer bist du? Hier hört man immer noch das Wasserwesen, diesen Kerng. Aha, und hier ist das Querschiff. Na, da werden wir doch bestimmt ein bisschen Blut finden und ja.
sprechen und ein bisschen mehr Spaß. Wie abscheulich, dachte er, gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Kommt jetzt ein bisschen bekannt vor, hatten wir vielleicht schon mal, weiß ich nicht genau. Oha. Wow, also ich muss mal sagen, das habe ich mir auch schon beim Sichten der letzten Aufnahmen gedacht hier mit den ganzen, wo wir diese Stege da haben und so. Was ist das denn für ein riesiges Schloss hier, bitteschön? Gehört das alles zu Brandenburg? Das ist ja richtig gewaltig alles. Mhm. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Ja, hier wurden offenbar auch Leute gefoltert. Mhm. Hier gibt's auch drei Räume. Drei Räume, drei Kugelstücke. Das könnte doch sehr gut sein, oder? Allerdings würde ich erstmal probieren, bevor wir da reingehen, ob wir hier hoch können. Hallo? Hallo? Irgendwie weigert sich die Treppe so ein bisschen. Aber mit ein bisschen Geduld und Spucke wird das schon. Hallo. Ist das der Alexander etwa? Ja schon, oder? Ah, da. Das ist der Beweis nämlich, dass das der Alexander ist. Baron of Brandenburg. Oh, was finden wir Schönes? Aha, ein Arbeitszimmer. Oh, eigentlich ganz hübsch, oder? Kann man machen. Ich weiß nicht, ob mir das drumherum so gut gefällt, aber soweit. Arbeitszimmerchen können wir machen. Was ich mir auch gedacht habe, ist, wir könnten mal wieder ein bisschen Öl nachfüllen. Genau. Kann man das da aufnehmen? Nee, das sind einfach nur irgendwelche Figürchen, ne? Hm? Nö, die kann er behalten. Von mir aus. Ein Stück Seil nehmen wir gleich. Hier ein bisschen Artefakt-Action. Bevor wir es wieder vergessen, machen wir das mal. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin, ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Napoleons Niederlage und so, das stimmt natürlich, wenn er hier generationenlang schon lebt, da hat er wahrscheinlich auch geschichtlich so einiges mitgenommen, oder? In seiner Lebenszeit. Naja. Ob das gut ist oder schlecht, kommt ein bisschen auf die Zeit an. So, Notizen zur Folter. Notizen zur Folter, das war nur Musik, ne? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. So, das können wir doch sicherlich benutzen hier für ein bisschen Blut und so. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten: Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden.
Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert. Achtung, Achtung. Und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Die Opfer vergessen machen und dann nochmal von vorn. Das ist ja wohl, das gibt's doch nicht. Ja. Ach, okay. Ist das hier das Ende von den Schreirohren? Hat er sich hier ein bisschen daran vergnügt, was da geschehen ist? Ich glaube, wir wollen es gar nicht so genau wissen. Ich frage mich, ob man das Bild hier irgendwie abnehmen kann. Dann ist da irgendwie, keine Ahnung, ein Special oder so. Aber scheinbar nicht. Aufgenommen, Schnur. Gut, wir haben eine Schnur. Da ist sie. Eine starke Schnur aus Hanf. Lass sie uns rauchen. So, dann tschüss, Junge. Wir sehen uns noch. Ja, aber davor werden wir einmal die ganzen Räume hier erkunden. Auskundschaften und mangels einer besseren Idee. Ich glaube, da kommen wir rein, oder? Fangen wir mal bei dem rechten Raum an. Ist hier irgendwie hier durchnummeriert oder so? Weiß ich nicht. Sind irgendwie unterschiedliche... Ja, sind tatsächlich unterschiedliche Symbole hier davor. Naja. Ob wir daraus jetzt schlau werden, glaube ich eigentlich eher nicht. Ach du je. Ist das dunkel. Ein Sägen oder so etwas meine ich da zu hören. Sägen haben wir allerdings tatsächlich schon gehört. Sehen. Die lagen ja ab und zu rum. Ach du meine Güte. Und später noch einmal versuchen. So, mal gucken, was hier zu finden ist. Ah. Da liegt nämlich die Säge. Und die Glocken läuten auch schon. Wahrscheinlich kann er uns hier etwas dazu sagen. Wir sammeln aber erstmal ein paar Sachen ein, würde ich sagen. Das ist, Alter, wie fies ist das, einfach einmal in der Mitte zerlegt. Und da ist, ja, der Abfluss. So, einmal Stück einer Kugel und dann erzähl uns hier mal was, Junge. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Einmal von unten nach oben, kopfüber hängend, aufgesägt und verblutet. Alter. Könnt ihr auch nicht bringen. So, und ist hier unten auch noch irgendwas? Das Gitter bedeckt ein Abflussrohr. Ja. Ah, so, das Blut muss in einen Behälter. Hier finden wir unser Blut. Aha. Können wir vielleicht das jetzt hier kombinieren? Aha, können wir tatsächlich. Eine Schnur ist um das Glas gebunden, genau. Und jetzt können wir das da runterlassen. Und wieder einsammeln. Ich würde mich ja freuen, theoretisch. Aber weiß ich nicht so recht. Und das Blut, das muss doch hier auch schon eine Weile rumstehen oder etwa nicht. Ich weiß es nicht genau. Und hier finden wir auch wieder die Rohre, die die Räume miteinander verbinden. Und natürlich das Büro von Chef. Von Cheffe da oben. Der sich ein bisschen aufgeilen will an den Schmerzen seiner Gefangenen. Habe ich mir nicht ausgedacht. So ist das nämlich. So war der Alexander nämlich. So, nächster Raum. Und hier ist mir irgendwie... Ist mir irgendwie fast zu ruhig. The cradle is ready. Good. You're a man.
How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Das ist allerdings richtig. Die Frage ist nur, wer die Monster sind. Schon wieder eine Eingebung. Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm Was haben die bitteschön damit gemacht? Wahrscheinlich finden wir auch wieder ein Bildchen von dem Vorgehen hier. Scheinbar nicht. Fast ein bisschen schade. Jetzt würde ich gern wissen, was die damit gemacht haben. Können wir allerdings gleich lesen. Vielleicht kann er uns etwas dazu sagen. Ich möchte hier nur kurz ein bisschen Licht machen. Ja, es ist sehr spärlich beleuchtet wieder. Aber nun gut. Was sagt er denn hier? Der Brandstifter. Den haben wir eben gehört. Ne? Der Brandstifter schrie, als er langsam gefällt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. War er widerstandsfähiger als gedacht oder wie ist das gemeint? Dann wieder vergessen lassen mit ne, Amnesia und so. Ja, ich frage mich nur gerade so ein bisschen, haben wir denn hier irgendwo noch ein Kugelstück? Das täte mich ja sehr freuen tatsächlich. Sehr gut. Stück einer Kugel. Mhm. Und die ganzen Fesseln hier, die sind auch teilweise extrem weit weg einfach von dem Ding da in der Mitte, oder? Will man, ja, wie gesagt, will man gar nicht so genau wissen, wie das da genau aussah. Oder? Okay, ja, hier im Dunkeln geht's uns direkt schlechter, Alter. Der war doch vorhin nicht da, oder? Hallöchen. Der macht aber nichts, oder? Alter, als ob er uns angucken würde. Kille, kille, kille. Ja. Na gut, er scheint es hinter sich zu haben. Ist wahrscheinlich besser für den Mann. Was ist das für ein Symbol da oben? Das ist ein Kreuz. Es ist nicht das übliche Emblem, das wir hier überall haben. Ne? Dieser Adler. Schwarzer Adler und so. Ja, ist ja gut. Ich mag das nicht. Geht weg. Ich wisch die mal eben weg. Sie gehen aber nicht weg. Pisst euch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schrank, wieder irgendwelche Fesseln. Ein Gewicht. Hören mal rein. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Das war also noch nicht genug, ja. Da wurde sie nämlich hochgezogen, das hing wahrscheinlich an den Beinen dran, wa? Und ich schätze mal, hier könnten wir drehen, um das Seil hochzuheben. Können wir gleich mal ausprobieren? Ah, hier haben wir auch ein Bild. Das ist das, was ich suchte. Hier haben wir die Prozedur. Es sieht auch so schön aus einfach. Ja, so ein bisschen mittelalterliche Kunst, ne? Also Kunst. Ja, ihr wisst schon. Wir probieren es mal aus. Ist umgefallen. Umgekippt.
Ja, und was war der nächste Schritt? Wahrscheinlich, wow, unserem Daniel geht's nicht so gut. Wahrscheinlich hat das irgendwas damit hier zu tun, oder? Guck mal, hier ist auch noch was. Boah, er ist gerade extrem benommen. Krieg dich wieder ein, Junge, alles wird gut. Komm, wir finden hier wahrscheinlich irgendwo ein Stück, genau, dann wird's ihm doch besser gehen, dann haben wir wieder ein Rätselchen gelöst. Achtung. Bumm. Ja, so ist schon besser. Das machst du sehr, sehr gut. Lieber Daniel. Haben wir noch irgendwas, was wir übersehen haben können? Hier wieder ein Hexenbesen. Ja, genau. Einmal in den Eimer ein bisschen sauber machen. Hier einmal durchmobben. Das Spiel mobbt mich. Ah. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, hier die Ratten. Auch irgendwie unsere einzigen Freunde. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, hat sich hier noch irgendwas getan? Noch irgendwas verändert? Er ist wieder weg. Mindfuck, ich liebe sowas. Das ist so geil. Hm. Hätte ich auch noch ein so ein Spielchen im Sinn, was ich vielleicht mal machen wollte. Das soll auch sehr Mindfucky sein. Keine Ahnung, wie man es nennen mag. Mal gucken. Ich nenne jetzt keine Details. Ich will ja auch nichts versprechen, was ich hinterher nicht halten kann. Also 1, 2, 3, 4, 5 und das ist auch ein Stück. Ne? Dann hätten wir die 6 Stücke beisammen. Mhm. Das Blut haben wir. Die Überreste, insbesondere den Schleim und die Giftdrüse. Cool. An sich ganz cool. Ich weiß nur nicht, ob wir die jetzt irgendwo zusammenmischen müssen oder ob wir jetzt einfach zu dem Dude gehen und mal gucken. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen. Das hatten wir schon. Das macht ihn stolz auf eine gewisse Weise.